ein Buch, auf das ich im Laufe der letzten Monate immer und immer wieder zurückgekommen bin. Es war interessanterweise, also für mich auch überraschend, Jenseits von Eden, also East of Eden von John Steinbeck. Und ich habe, das wurde an der Uni, ich habe Anglistik und Amerikanistik studiert, wurde das nicht gemacht, nicht besprochen, nicht studiert sozusagen. Und Steinbeck war eigentlich eine Persona non grata. Das war eine lustige Angelegenheit darum, weil ich mich dann beschäftigt habe damit, indem ich nachgesehen habe im Internet, naja, was sagen denn die Leute so darüber? Und da gibt es ganz klar zwei Parteien. Da gibt es auf der einen Seite die akademischen Kritiker, die damit überhaupt nichts anfangen können und sagen, es ist ein Buch, das viel zu abschweifend ist und geschwätzig. Und auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Durchschnittsleser, die sogenannte Durchschnittsleserin, die das sozusagen zu ihrem Lebensbuch erklären. Und das hat mir natürlich zu denken gegeben, vor allem weil ich selber zu der sogenannten akademischen Leserschaft gehöre. Und ich finde das Buch gerade darum auch faszinierend, weil die akademische Kritik etwas nicht beachtet hat. Sie haben John Steinbeck immer unter dem Blickwinkel des Realisten gesehen. Und das war er mit Grapes of Wrath, also Früchte des Zorns, zweifellos auf seine Art. Aber er hat von Jugend an, und das finde ich sehr, sehr bewegend, von Jugend an den Ritterroman, also vor allem King Arthur, diese Sachen gelesen und wollte in seinem Leben eigentlich immer so etwas schreiben. Und hat das, diesen Traum, diesen Lebenstraum dann in Jenseits von Eden verwirklicht. Und zwar so, dass er den Ritterroman, der nun einmal auch aus Abschweifungen besteht, mit der amerikanischen Pioniergeschichte verbunden hat. Und das wiederum mit einer Reflexion, einer geradezu schon biblischen Reflexion über die Frage nach Gut und Böse. Haben die Wahlmöglichkeit, nach christlichen Vorstellungen, ja die Wahlmöglichkeit zwischen Gut und Böse zu wählen? Oder spielt die Vererbung eine große Rolle? Spielt unsere Sozialisation, das heißt unsere Erziehung, eine so große Rolle? Sodass wir am Schluss gar nicht entscheiden können zwischen Gut und Böse. Das führt er exemplarisch an zwei Brüdern vor, wie ja auch bekannt ist aus der Verfilmung des Romans mit James Dean durch Elia Kazan, wobei der Roman in der Verfilmung nur einen Teil abdeckt. Der Roman ist wirklich ein wuchtiges Werk, das wirklich also von 1850 bis in den Ersten Weltkrieg hinein reicht. Und als Lebensbuch würde ich es darum bezeichnen, weil man mit diesem Buch unglaublich lange leben kann. Man kann immer wieder hineinlesen, entdeckt immer wieder was Neues, was sich John Steinbeck da so ausgedacht hat. Und das Wunderschöne an dem Buch sind auch die Details, die sinnlichen Details, die wunderbaren Details, wie er beispielsweise Salinas Valley in Kalifornien beschreibt. Er kommt ja aus Salinas Valley, er beschreibt gleich am Anfang, wie er sich noch an die Gerüche der Bäume, der Wiesen etc. erinnern kann. Und das allein schon diese Sinnlichkeit, mit der John Steinbeck das geschrieben hat, begeistert mich einfach. Jemand bin, der sehr darauf schaut, ob in der Literatur unsere Sinne immer mit evoziert werden. Und das tut er. Und das macht das Buch so groß. Ich glaube, dass es also notwendig wäre, was John Steinbeck angeht, umzudenken, vor allem wenn man bedenkt, dass Lesen Leselust sein muss und nicht nur akademisches Herumkritteln an natürlich Mängeln, die immer da sind. Literature was not promulgated by a pale, emasculated critical priesthood, singing their litanies in empty churches. Nor is it a game for the cloistered elect, tin-horned mendicants of low-calorie despair. Mario Vargas Llosa, der Nobelpreisträger, John Steinbeck war auch einer, der Nobelpreisträger der Jahrtausendwende, hat ein Essay über John Steinbeck geschrieben, überschrieben Apologie des schlechten Romans, also Verteidigung des schlechten Romans. Und er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ja, okay, das Buch ist nicht das größte Werk der Literaturgeschichte. Aber es ist ein Werk, das so unverschämt unterhält. Also so schlecht kann es nicht sein.
Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video mögt, dann bitte ich euch, Literatur ist alles, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Kommentare und Meinungen eurerseits sind immer herzlich willkommen. Lest auch ruhig meine Bücher im Karl Hanser Verlag, das Buch der Bücher für die Insel und eine Weltgeschichte in 33 Romanen. Weitere Videos von mir stehen nebenan, warten auf euch und kommen sofort. Bis gleich.